أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، Die Frage heute: Darf man sich an Orten befinden, wo es verbotene Dinge gibt, dass man beispielsweise mit Leuten zusammensitzt, die Sünden begehen und Übles tun gegenüber der Religion? Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah An-Nisa in der Ayah 140: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يكفر بها ويستهزأ بها إنكم إذا مثلهم. Allah subhanahu wa ta'ala hat euch doch bereits im Buch offenbart, wenn ihr hört, dass man Allahs Zeichen verleugnet und sich über sie lustig macht, dann sitzt nicht mit ihnen zusammen, bis sie auf ein anderes Gespräch eingehen, sonst seid ihr wie sie. Al-Qurtubi rahimullah ta'ala sagt in seinem Tafsir, Tafsir Al-Qurtubi, zu der Ayah: Dann sitzt nicht mit ihnen zusammen, bis sie auf ein anderes Gespräch eingehen. Er sagt, ay ghayril kufr. Das bedeutet etwas anderes als Kufr, als Unglaube, sonst seid ihr ihnen gleich. So sagt Al-Qurtubi rahimullah ta'ala. فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر. Es ist verpflichtend, sündige Leute zu meiden, wenn sie öffentlich etwas Schlechtes begehen. لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم. Denn derjenige, der sie nicht meidet, stimmt ihren Taten zu. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sonst seid ihr wie sie. Das bedeutet, wie Al-Qurtubi rahimullah ta'ala weiter sagt, فَكُلُّ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسِ مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ يَكُونُ مَعْهُمْ فِي الْوُزْرِ سَوَى. Und jeder, der in einer Versammlung sitzt, wo Sünde begangen wird und sie nicht aufgrund dessen kritisiert, wird die Last der Sünden mit ihnen tragen. Das bedeutet, Al-Qurtubi rahimullah ta'ala meinte hier, dass wenn jemand mit sündigen Leuten zusammensitzt, während er ihre Sünden nicht kritisiert und sie nicht aufklärt, so trägt er dieselbe Last an Sünde, denn die Zufriedenheit mit einer Sünde ist ebenfalls eine Sünde, wie Al-Qurtubi rahimullah ta'ala gesagt hat. Und Al-Jassas rahimullah ta'ala sagt in seinem Tafsir Ahkam al-Qur'an, er sagt, وفي هذه الآية دلالة على وجوب إنكار المنكر على فاعله. Und in dieser Aya gibt es einen Beleg dafür, dass es verpflichtend ist, dass man seinen Abscheu dem gegenüber zeigt, der Schlechtes tut. وأن من إنكاره إظهار الكراهية إذا لم يمكنه إزالته وترك مجالسة فاعله والقيام عنه حتى ينتهي ويصير إلى حال غيرها. Und wenn es nicht möglich ist, dieses Übel zu beseitigen, so darf man nicht mit demjenigen sitzen, der dieses tut, und ihn zu verlassen ist hier Pflicht, bis er es unterlässt und etwas anderes tut. Und Ibn Kathir rahimullah ta'ala bringt in seinem Tafsir zu dieser Ayah auch einen Beweis. So heißt es in einer Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idat yudar alaiha al-khamr. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, so darf er sich nicht an einem Tisch hinsetzen, wo der Alkohol herumgegeben
wird diese Überlieferung ist bei At-Tirmidhi und Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani sagt in Fath al-Bari, dass diese sahih ist. Und es geht natürlich hier nicht nur um den Alkohol, sondern es ist verboten für einen Muslim mit den Leuten, die Sünden begehen, dass man mit ihnen trotzdem zusammensitzen bleibt. Und so heißt es in einer anderen Überlieferung, die Al-Qurtubi in seinem Tafsir, in Tafsir Al-Qurtubi niedergeschrieben hat, an Umar ibn Abdul Aziz, radiyallahu anhu, wa arda wa rahimullah ta'ala, أنه أخذ قوما يشربون الخمر فقيل له عن أحد الحاضرين إنه صائم فحمل عليه الأدب وقرأ هذه الآية إنكم إذا مثلهم أي إن الرضا بالمعصية معصية. Wir haben hier ein Beispiel von einem Salaf Gelehrten Umar ibn Abdul Aziz rahimullah ta'ala. Dieser ließ einige Leute gefangen nehmen, die Alkohol zu trinken pflegten. Und es wurde dann zu Umar ibn Abdul Aziz radiallahu anhu wa rahimullah ta'ala gesagt, dass einer unter diesen Leuten fasten würde. Das heißt, einer derjenigen, die festgenommen wurden, war eine Person, die gefastet hat, die anderen haben Alkohol konsumiert. Dann ließ er ebenfalls an dem Fastenden die Strafe durchführen, wie er sie auch an die anderen durchgeführt hat, und er las die Ayah, sonst seid ihr ihnen gleich. Das bedeutet, dass wenn man einverstanden ist mit einer Sünde, so ist dieses ebenfalls eine Sünde. Deswegen obliegt es einem Muslim, solche Plätze zu meiden. Man darf nicht mit denjenigen zusammensitzen, die Sünden begehen. Und es gibt natürlich noch schlimmere Sitzungen, wo nicht nur Sünden gemacht werden, die nicht vom Islam ausschließen, sondern es gibt Leute, die bleiben mit anderen sitzen, während diese sich lustig machen über die Religion, so ist dieses noch gewaltiger. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat gesagt, sonst seid ihr ihnen gleich. Das bedeutet, derjenige, der mit dem zufrieden ist, was gesagt wird an diesem Ort, so hat er dieselbe Sünde mit ihnen geteilt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.